Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic. Wir sind so gut aber stehen geblieben, dass wir hier unsere Landwirtschaft auch mal ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Hier machen wir nämlich gerade dicken Reibach. Und dann machen wir jetzt auch einfach an der Stelle mal weiter. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Seid alle gesund und wohlgenährt. Wir werden jetzt nämlich mal ein paar Covered-Hull-Fahrzeuge kaufen, mit denen wir da dann mal die Ernte verkaufen fahren. Das ist alles noch ein wenig umständlich für mich hier, weil ich mich mit dem Interface natürlich nicht auskenne. So, du startest. Du startest auch. So. Und ihr... Zack, ich muss die halt jetzt alle manuell hier der Linie zuweisen, was super nervig ist. Das könnt ihr euch ja vorstellen. So. Fahrt ihr schon los oder? Na, noch stehen sie. Ah, jetzt fahren sie langsam los. Und ihr seht hier, die Industrie fängt an zu brodeln. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle gemacht. Noch lange nicht das, wo wir stehen bleiben wollen. Das muss hier noch schön weitergehen. Aber das kommt alles mit seiner Zeit. So, jetzt das nächste, was ich jetzt machen würde, ist gerne ein Kohlekraftwerk. Damit wir hier eine komplett kontinuierlich laufende Stromversorgung haben. Wir brauchen auch hier auf der Linie nochmal ein Fahrzeug. Wir holen uns mal nochmal... Kann ich den das nicht machen lassen? Nee, ich verkaufe den hier mal. Oder nee, ich lasse den. Los da lassen. Moment. Wir holen da nochmal ein Fahrzeug für. Sind das Covered Hull oder Open Hull? Open, ne? Mal gucken. Wood? Genau, Wood. So, dann holen wir uns da mal W50 Open Trailer, 2 Stück. Die teilen wir dann der Leningrad-Wood-Dings-Linie zu, zack. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel bis jetzt super gut, weil es halt echt mal was anderes ist. Anstatt immer dieses klassische, ja, alles ist gut, weil wir spielen hier halt immer noch quasi in der Diktatur. Und es ist super komplex, also ich merke das schon. Wir werden jetzt noch ein paar Monumente hier in die Stadt zimmern, damit wir die Moral ein bisschen hochjagen können. Wir wollen natürlich zeigen, dass der Kommunismus das einzig Wahre ist. So, hier nochmal schön Hammer und Sichel am Ende der Straße. Und zack. So, gucken wir mal, wie sind die Leute in Rostock denn aufgestellt? Mögen die denn die Regierung? Können wir das gucken? Ich kann mir das von der Stadt selbst nicht anzeigen lassen, ne? Sieht mir nicht so aus. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir uns jetzt mal um Kohlekraft kümmern. Dafür brauchen wir Energy. Und dafür brauchen wir natürlich Kohle. Das heißt, wir müssen Kohle abbauen. Fossile Brennstoffe, Kohle, eine Kohlemine. Genau, wir brauchen eine Kohlemine. Die müssen wir natürlich auch irgendwo dahin setzen, wo, wer hätte es gedacht, Kohle ist. Wir haben hier unten in Sargat Kohle. Das heißt, man könnte ja quasi in Sargat entsprechend die Kohlemine bauen. Und von da dann die Kohle... Müssen wir die dann in ein Kraftwerk direkt fahren oder kommt die erst in Processing Plant? Mal eben gucken. Also wir bauen hier Coal Ore ab. Und dann müssen wir ja das Coal Ore eigentlich... Ne, wir wollen das richtig, die richtige Kohle. Gut, dann probieren wir das mal aus. Wir bauen hier die Kohlemine hin. Wir brauchen natürlich auch eine Straße dahin, ist ja klar. So. Zack. Die bauen dann da jetzt Kohle. Und dann fahren wir das quasi gleich rüber in die Kohlefabrik, sag ich mal. Oh, das ist teuer. Aber das ist, glaube ich, wert. Genau, wir machen das anders. Wir stellen die... hier hin. So auf halbem Wege. So. Dann holen wir uns aus der Kohle, dann holen wir uns erstmal ein paar Brummis, die dann die Kohle auch transportieren. Brauchen wir Open Holz für? Ne, Closed. Also Covered. Kohle, Kohle, Kohle? Ne. Wo brauchen wir denn da? Oil Tank, Open Hull. Wir brauchen ja irgendwas, mit dem wir die Kohle jetzt transportieren können, ne? Wie macht man das denn? Excavator? Nee. Hier? Wie transportiert man denn Kohle? Oil? Nee. Oil ist ja nicht richtig. Open Hull? Open? Keine Kohle. Wie macht man das? Oh Gott, Dankeschön. Für alle, die jetzt Gesundheit gesagt haben. So, wie macht man das? Ich muss doch die Kohle hier jetzt irgendwie von da... Oder macht man das mit Forklifts? Nee, niemals. Wir reißen mal die Kohlefabrik hier ab. So. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass es zusammen mit der Produktion und dem Verkauf läuft. Und stellen die Kohlefabrik hier direkt hin und gucken, ob wir das mit Forklift, also mit Stapelgablern dahin fahren müssen. Was natürlich gut angehen kann. Wenn ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann. So. Cargo. Factory Connection. Von da. Achso, die Fabrik ist ja noch gar nicht gebaut. Ah, Dreck. Das ist nicht das Richtige. Das ist nicht richtig. Wir müssen auch die Kohle irgendwie transportiert bekommen. Oder geht das mit Zügen? Mach keinen Scheiß jetzt. Will ich schon wieder viel zu viel? Ist es das vielleicht? Wir brauchen auf jeden Fall halt ein Fahrzeug dafür. Ich weiß nur nicht wie. Kühlung? Nein. Wir können hier alles transportieren, nur keine Kohle. Da muss ich sonst noch mal googeln. Building is without power supply. Ja, das brauchen sie aber auch nicht zwingend, oder? Ich baue mal eben kurz eine Straße da in den Ort. So. Ich noob wahrscheinlich gerade richtig ab. Die Leute, die das Spiel hier bestimmt kennen und spielen, schütteln gerade mit dem Kopf. Was steht hier? Achso. Das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Ich kann es mir wirklich nur so zusammenreimen, dass wir halt Stapelgabler brauchen. Wo sind denn hier Stapelgabler-Terminals? Sieht man das nicht? Da. Das ist der Stapelgabler-Crossings? Ne, Förderbänder sind das. Wie macht man denn jetzt Förderbänder? Oh, Feier. Das ist mir jetzt gerade so ein kleines bisschen zu hoch. Construction Industry? Ne. Cargo. Aggregate? Das sieht doch schon mal nach richtig aus. Wir müssen das Gebäude einmal abreißen und neu bauen. Moment, das sieht auf jeden Fall richtiger aus. Kohle. So. Bauen wir das so. Dann geht da die Straße hin. Das sah gerade sehr richtig aus, deswegen. Jetzt regnet das, das ist natürlich super dufte. Okay, das sieht natürlich wie ein Albtraum aus, aber anders ging das jetzt gerade nicht. So, das war jetzt Aggregat. Okay, da ist auf jeden Fall die Straße im Weg. Das heißt, die Straße muss da weg. Jetzt kriegen wir diese Folge bestimmt noch anlaufen. Bestimmt. So, da muss ja im Prinzip erstmal das Aggregat hier hin. Ist das richtig? Must go from Input to Output Building Direction. Ja. Angle of Connection ist zu scharf. Ah, okay. Also das sieht auf jeden Fall richtig aus, was wir hier gerade machen. So. Also Infrastructure is in the way. Angle of Connection too sharp. Fuck. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen umdisponieren. Machen wir Geld, andere Frage. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist richtig, was wir hier machen. Aber an der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. Angle of Connection ist too sharp. Warum denn? Erklären wir das mal. Building in the way, ja. Ist ja super. Gebäude im Weg. Hm. Ah! Oh mein Gott, das sieht ganz, ganz richtig aus gerade. So. Das sieht gerade ganz schwer nach richtig aus. Jetzt müssen nur noch die Arbeiter dahin kommen. Und das wird das Problem sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt habe ich hier einen riesigen Industriekohlekomplex, ey, Wahnsinn. Wir brauchen auf jeden Fall da Kohlearbeiter. Können wir die mit dem Bus dahin fahren? Busstop. Busstop sieht nach richtig aus. Wenn da ein Bus fährt, könnte man das... Ja, die dackeln da jetzt hin, das ist gut. Wenn ein Bus hinfährt, wäre das richtig stark. Bus, 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 da. Busstop. So. Und so. Oh Leute, hier läuft das jetzt gerade. So, habe ich hier schon ein Fahrzeugdepot irgendwo stehen? Da. Dann kaufen wir jetzt da nämlich einen Bus. Dann nehmen wir natürlich einen Icarus. So. Oh, das Spiel steht. Gefährlich. Ah, okay, da ist er. So. Du fährst dann ja von da nach da. Und go. Und das sieht schwer nach richtig aus. So, gib Gas. Und der jetzt die Leute reinlädt. Jawohl, Leute! Die Arbeiter sitzen da drinnen. Wir haben es geschafft. Gut, der nächste Schritt in der nächsten Folge ist, dass wir dann die fertige Kohle von der Kohlefabrik rüberfahren ins Kohlekraftwerk und da eine Stromleitung nach Rostock bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben da lassen. Wisst ihr ja. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auch gerne das Abonnement nicht vergessen. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Zum Beispiel von Workers and Resources oder was auch immer. Dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Halt die Ohren steif. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.